Tennis, zweite Bundesliga, Damen, LTTC Berlin-Rot-Weiß gegen TC Moers 08. Bereits vor dem Spiel Challenge Complete für die Heimmädels. Der Klassenerhalt erreicht, ab jetzt ist alles nur Zugabe. Bei einem Sieg gegen die favorisierten Gäste winkt Saisonplatz Nummer 3. Wir versuchen heute, wir geben alles und versuchen trotzdem zu gewinnen. Die sind aber eine sehr starke Mannschaft. Wir haben, wie gesagt, nichts zu verlieren. Vielleicht deswegen ohne Druck ist dann immer, macht Spaß auch zu spielen. Und vielleicht klappt es heute auch. Doch der Tennistag beim LTTC kennt keine Grenzen, denn parallel zum zweiten Liga-Hit findet der Kids Cup statt. Das ist eigentlich ein Turnier, das sehr gut angenommen wird. Und das für unseren Club auch nach außen darstellen soll, dass wir auf Jugend setzen, dass wir auf die nicht nur auf die Spitze, sondern auch auf die Breite setzen. Wir wollen eben beides machen. Die Devise der Kiddies: selber Praxis sammeln und großes Tennis anschauen. Vor allem von Mascha Zek-Piskeric. Die ehemalige Weltranglisten 93 hing vor 3 Jahren die Profikarriere an den Nagel und gibt das Talent am Schläger den Nachwuchscracks der Grunewalder Tennisschmiede weiter. Ich habe ein paar Kids auch, die heute hier mit Kids Cup spielen. Sonst ja, bin ich Trainerin, ich spiele auch mit Erwachsenen und ich bin mit Lutz für U10 Kader verantwortlich. Neben Mascha kann das Junggemüse besten Racketsport bestaunen. Besonders packend war die Partie von Santa Strombach gegen Nicole Thiessen. Nach Satzgewinn der Berlinerin legt die Gastspielerin im zweiten Durchgang 4 Punkte vor. Aber mit einem Kraftakt kämpft sich die Rot-Weiße zurück und holt sich nach einer Regenpause in der Halle das Match sowie den ersten Punkt bei den Einzeln. Nach 3 Partien steht es 2:1 für die Ladies aus NRW. Das Comebacken schlummert auch in Mascha, der Wimbledon-Teilnehmerin. Nach einem 0:1 Satzrückstand gelingt ihr der Satzausgleich und der Sieg im Match-Tiebreak. Einzel waren nicht jetzt so gut, aber am Ende gut gekämpft und ich bin happy, dass ich einfach dann Champions Tiebreak Gas gegeben habe. Vor den Doppeln führen die Hausherrinnen dann mit 4:2 ein Sieg und die Überraschung ist perfekt. Diesen holen Mascha und ihre Doppelpartnerin mit einem glatten Zweisatzsieg gegen Nina Kruijer und Susanne Lamenz. Der LTTC hat damit im letzten Heimspiel der Spielzeit den Favorit bezwungen und Platz 3 in der Saison gesichert. Dass wir aber heute gewonnen haben, ist eine absolute Sensation eigentlich, weil sie insgesamt die viel bessere Mannschaft haben, nach der Meldeliste, aber auch heute, wie sie angetreten sind, mit 3 Spielern, beste 400 und wir mit unserer jungen Truppe und Mascha und ihren Freundinnen, das ist wirklich eine Sensation. Jeder hat alles gegeben und hat wirklich toll gespielt, muss man sagen. Ja, zwischendurch habe ich ein bisschen auch bei den Kleinen zugeguckt und die unterstützt. Also war heute richtig ein cooler Tag, weil die Kleinen haben auch alle gut gespielt und hat wirklich Spaß gemacht, so beide. Talente und Triumphe der LTTC erstklassig in Liga 2.